Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es den neuen Keksteig von Cookie Brothers im Test und zwar den Horror-Keksteig in richtig coolen Design. Hier vorne drauf ist ein Kürbis zu sehen. Es ist die Halloween Edition. Sie ist knallrot, das habt ihr schon gesehen, mit Knister auch innen drin. Ich bin gespannt, wie sie schmeckt. Ich habe hinten schon mal drauf geguckt, was hier alles drin ist, weil ich mir so einen Hinweis erhofft habe auf die Geschmacksrichtung. Vielleicht geht es ja in Richtung Blutorange. So knallig rot sieht es auch. Und ihr wisst es auch, dieses Jahr ist der Junkfood-Guru besonders sensibel, wenn es um Farbstoffe betrifft und Färbende und Farben in Lebensmitteln. Weil ich denke, Farbe trägt relativ wenig zum Geschmack dabei. Aber wenn ein Farbstoff die Gesundheit oder die Aktivität von Kindern beeinträchtigen kann, steht ja hinten drauf, kann Aufmerksamkeit und Aktivität von Kindern beeinträchtigen, dann finde ich das nicht ganz so cool als Halloween Edition. Ich würde es meinen Kindern dann auch ehrlicherweise nicht mehr zum Essen geben. Ich bin kein Kind mehr, innen drin vielleicht schon noch irgendwo, man soll das innere Kind immer am Leben lassen und deswegen probiere ich den jetzt mal für euch aus, wie der schmeckt. Mit dem Farbstoff ist doof, hätte man vielleicht einfach Rote-Bete-Saft-Konzentrat reinmachen können. Was aber gut ist bei den Cookie Brothers, muss man nämlich auch sagen, dass sie zumindest auf Palmöl und diesen ganzen ganz andere Zeug verzichten. So. So sieht er aus. Das hätte ich mir. Riecht tatsächlich richtig lecker. Riecht so frisch, fruchtig. Vielleicht soll es wirklich Blutorange sein. Das wäre ja auch ein Top-Thema zu Halloween, oder? Blutorange, den Keksteig. Den haben einige von euch sogar schon im Edeka im Supermarkt entdeckt. Offiziell eigentlich erst ab Montag erhältlich. Und dann schauen wir mal, wie das Rote hier schmeckt. Ich habe auch das Gefühl, wenn man einmal das Thema Farbstoffe angesprochen hat, ne, dann wird man davon verfolgt. Permanent. Und jetzt hier mein Horrorerlebnis auf der Zutatenliste. So, egal. Geschmacklich schmeckt er aber genauso geil, wie er riecht. Fruchtig, keksteigig. Und echt eine richtig coole Idee, dass man auch noch Knister reingepackt hat. Also für Erwachsene definitiv eine ganz spannende Geschichte. Vor allem hier mit dem Knister dabei. Das ist genauso wie dieses Magic Gum, was ihr vielleicht von damals kennt. Oder dieses, genau, Knisterpulver. Genau so ein Zeug ist das. Ziemlich cool gedacht mit dem Knister, mit dem Geschmack. Nur der Farbstoff stört mich ungemein. Auf einer Skala von 1 bis 10 hätte ich dem Ganzen sonst echt 9 Punkte gegeben. So, aufgrund der eingegrenzten Zielgruppe, weil ich sagen würde, Kinder ist das nicht, gebe ich dem Ganzen 6 Punkte. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, Lieben. Tschüss!